In diesem Part erstellen wir unser erstes großes Fenster, die wir in dem Mauerwerk einbauen. Und das Fenster wird als Bild hochgeladen, dementsprechend modelliert. Und die einzelnen Glasscheiben werden wir separat mit einem Shader anbinden. Ja? Ja, ich freue mich auf euch und es geht los. Ja, herzlich willkommen zum nächsten Part. In diesem Part werden wir uns jetzt um die Fenster kümmern. Wir werden hier mehrere Wände mit Fenstern erstellen. Quadratische, längliche. Und dafür habe ich schon mir die Mühe gemacht und Fenster aus dem Internet rausgesucht. Und habe auch ein paar welche gefunden. Und ich habe die auch schon bearbeitet. Und werde ich auch als Link zum Runterladen in meine Videobeschreibung verlinken. Ja? Gut, dann fangen wir mal an. So, wir schieben das Fenster hier ein bisschen rüber, damit wir Platz haben. Wir benennen unser Mauerwerk hier. Brick Wall Simple. So, den duplizieren wir. Und den benennen wir mit Window 1 Meter mal 2 Meter. Okay. Den einfachen, den ziehen wir mit der Steuerungstaste erstmal zur Seite. Okay. So. Und als nächstes wollen wir unserem Fenster als Textur hier reinladen. Und dafür benutzen wir den Image as Planes. Ja? Wenn das bei euch nicht erscheinen sollte, ja, mittlerweile, wenn ihr die neueste Blender-Version nutzt, dann ist das eigentlich schon drin. Wenn das nicht sein sollte, einmal Edit, Preferences, hier Image eingeben und dann kriegt es sofort zu sehen. Ja, der muss eingeschaltet sein. Okay. Shift A, Image is Planes. So, dann gehen wir auf unseren Texturen. Das ist diese hier erstmal. So. Mit Steuerungstasten zurechtschieben. RX 90, RZ 90. So. Und den wollen wir mal zurecht positionieren, mit Steuerungstasten arbeiten. So. Wir haben hier unser Mauerwerk, der ist ja 4 Meter hoch. Und wir haben ja noch die Loops von unserem Mauerwerk auf 2 Meter für die Fenster schon eingerichtet. Hier sind die 2 Meter. So, und deswegen wollen wir diese Textur hier mit S, Steuerungstaste gedrückt, auf 2 Meter erhöhen. Perfekt, super, okay. So, und jetzt gehen wir unser Mauerwerk und bearbeiten die mal. Schieben wir das mal ganz da hinten. So. Edit. Face löschen. Die hintere auch. Und die Innenrahmen wieder schließen. Mit F. So, geschlossen. Jetzt müssen wir natürlich auch die Textur dementsprechend wieder zurechtschieben. Wir drücken auf Alt-Taste gedrückt, eine Edge-Kante wählen, damit wir alles auswählen können. Ja? Und jetzt, bevor wir arbeiten, immer auf die UV-Maps achten. Wir müssen jetzt auf die UV-Map, Hauptmap. Ja? So, weil diese UV-Map haben wir ja für unsere Moos-Textur benutzt. Ja, okay, wie gesagt, auf die UV-Map hier draufklicken und dann einmal U für Unwrap, Cube Projection, super. Okay, jetzt wählen wir in Materials, müssen wir auch die Textur zuweisen, sondern Mauerwerk einfach, ja, diese Textur hier und zuweisen, genau. Und jetzt zurecht skalieren.
Gut. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir wählen mal diese hier. So. Und wählen mal diese hier. Okay, super. So, was machen wir? Damit wir es ungefähr auf die gleiche Höhe bringen. So, skalieren das mal. So, genau, weil das ja die Seitenwand ist hier. Diese Seitenwand, das ist ja diese hier. Und diese, damit wir ungefähr auf die gleiche Höhe kommen. Ja, okay, das ist auch richtig. Dasselbe machen wir jetzt hier auch. Näher ran. S skalieren, ungefähr auf die gleiche Höhe. Sieht gut aus. Okay. So, das ist soweit erledigt. So, jetzt holen wir unseren Fenstersturz hier raus. Einmal auf 1. E extrudieren, Steuerungstasten gedrückt. Ja, so. So, hier genauso, eben überprüfen. Ja, ich bin auf der Haupttextur. Gehen auf Materials wieder. So, mit Steuerung plus selektiere ich die umzu, die Flächen auch noch. Und die untere hier. Okay. So, dafür werde ich jetzt im Mauerwerk Moos benutzen. Also diese Textur hier und weise das jetzt auf den Sturz. Perfekt. Schauen uns das mal hier an. So. Und jetzt müssen wir dementsprechend die selektierten UVs einmal hier rüber schieben. So. Okay. Und dann mit L selektieren wir diese hier, rotieren das. So. Ja. Okay, jetzt sehen wir hier, weil wir das ja extrudiert haben, ist das gestretched. Wir wählen die nochmal aus. Cube Protection, UV. A, alles selektieren und rotieren. Und ein bisschen rüberschieben. Ja, sieht gut aus. So, und jetzt wollen wir nochmal die Kanten hier, diese Kanten einmal beveln, ja, mit STRG B. So ganz leicht, Shift-Taste gedrückt. Ja. Ja, perfekt, auch erledigt. So, unsere Fensteröffnung ist fertig. Jetzt holen wir unseren Fenster rein, mit STRG-Taste gedrückt. So, und schon ist das drauf. Perfekt. Okay. So, schauen wir uns das mal in Cycles an. So. Okay, das sieht ja schon mal gut aus. Perfekt. Alles klar. So, aber wir sind noch lange nicht fertig. Jetzt haben wir unseren Fenster ja drinne, aber wir müssen noch unseren Fenster mit den Glasscheiben zurecht extrudieren und den Glasscheiben eine Art Glanzeffekt reinbringen. Ja, das machen wir jetzt. So, wir gehen wieder auf Viewport Shading. Isolieren unseren Fenster, also wir selektieren unser Fenster und drücken auf Backslash. Und auf 3. Super. Und wir werden jetzt um diese Sprossen umzu überall erstmal Loops ziehen. Ja, so, und ich zeige euch erstmal ganz einfach: Edit-Modus, Steuerung R. Na? So, Steuerung R. Und dann müssen wir hier so ungefähr so mittig. Ja, wenn wir genau hinschauen, also nicht hier auf die Kante setzen. Ja,
sondern leicht mittig, weil wenn ihr mal schaut, die sind nicht überall so richtig gerade. Deswegen, damit wir ungefähr den Mittelpunkt haben. Gut, und jetzt Steuerung R, noch ein und jetzt so rüber. So, und das machen wir komplett überall, aber das werde ich jetzt in Timelapse machen, ne? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. So, unsere Loops haben wir jetzt gezogen und jetzt gehen wir mal bei so einer Art Vogelperspektive. Okay, Face Select, wählen unsere ganzen Glasscheiben aus, Fensterscheiben aus. Doch, die müssen auch erstmal rein. Okay, extrudieren das jetzt hinein. So, ungefähr. Und etwas dicker. So, okay. Und als nächstes möchte ich mit die Glasscheiben verkleinern. Ja, so, dann drücken wir S. So, wenn wir aber S drücken, dann passiert Folgendes. Der wird so skaliert. Das wollen wir nicht. Wir möchten, also das ist ja der Media Point, das ist der Mittelpunkt. Und wenn wir skalieren, skaliert das hier in der Mitte hinein. Ich möchte, dass jede Glasscheibe, jeder separat, unabhängig voneinander skaliert wird. Und da gehen wir hier oben drauf, sagen hier Individual Origins. Und jetzt S, Shift-Taste gedrückt und ganz vorsichtig rein. So, und das war schon perfekt. Als nächstes, wenn wir schon die Glasscheiben hier selektiert haben, möchten wir jetzt auch natürlich jedem Glasscheibe auch einen Glanz reinbringen. So, und das machen wir mit einem. Wir kopieren die Textur, die Fenstertextur, ja, und benennen die neu und setzen einfach einen Glanz in unseren Glasscheiben hinein. Ja, okay, das machen wir jetzt. Wir drücken einfach mal Plus, ja. Hinein, wählen dieselbe Textur aus, gehen auf Kopieren und schreiben dahinter nur oder machen wir Glossy. So, okay. Gut, und den assignen wir jetzt sofort auf unsere Glasscheibe. Außer hier, ich sehe gerade, das sind ja irgendwie Platten, die auf. Weil da keine Glasscheiben mehr drauf sind, wahrscheinlich nur draufgesetzt. Die lassen wir raus und nur die hier. So, assign das. So, gehen aus Edit-Mode wieder raus. So, ist noch nichts passiert, ist, weil wir noch nichts gemacht haben. So, das ist aber auf zumindest jetzt wählen wir diese Textur aus. Glossy. So. So. Okay. Machen wir ein bisschen größer hier. Okay, so, jetzt gehen wir hier auf Rawness. Machen wir 0,03. Ja, machen wir ein bisschen. So, jetzt schauen wir das mal an. Okay, ist nichts passiert. Habe ich das richtig gewählt? Ja, ist richtig gewählt. Zugewiesen haben wir es auch. Ah, war nicht zugewiesen. Entschuldigung. Okay. War nicht zugewiesen. Okay, jetzt haben wir das auch erreicht. Jetzt haben wir so einen glatt, ja, die Rauheit, also auf glatt gesetzt. Aber wir setzen noch mal einen Shader, einen Glossy Shader hinein. So, Mix Shader hier hinein. Den setzen wir runter und setzen den noch mal auf. So, okay, soweit so gut. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Ja.
Okay, als nächstes wollen wir noch unseren Fenster, wenn wir unseren Fenster mal anschauen, da sind ja welche kaputt. Ja? Und ich gehe mal davon aus, dass wir tun das einfach, wir werden hier einfach die Fäses hier löschen, ja, da wo die zerbrochen sind vom Fenster. So, und dann gehen wir auf Edit, gehen ein bisschen näher ran, drücken K für Messer, ja, und selektieren einfach oder ziehen Linien, muss nicht genau sein, einfach so ungefähr die Form. So. Wählen diese Fläche aus und löschen die. Genau. Ja, und das mache ich jetzt bei einigen dieser Löcher. Nicht alle, sondern mache ich wieder im Timelapse. Ja? Okay. So, damit sind wir jetzt auch durch. Wir gehen mal mit Backslash wieder hier raus und schauen uns das mal in Cycles an. Ich gehe mal mit dem Hintergrund etwas dunkler, damit ich den Effekt sehen kann. Ja, sehr schön. Alles klar. Okay, unser erster Mauerwerk mit dem Fenster ist drin. Das war es erstmal für diesen Part. Und im nächsten Part erstellen wir, wie gesagt, den quadratischen Fenster. Ja? Alles klar. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Ciao, ciao.